Herr Generaldirektor. Ja, einen Moment. Herr Generaldirektor, können Sie sich vollkommen auf mich verlassen. Ich bin sehr vorsichtig. Herr Staatsanwalt, ein dem täglichen Leben vollkommen fernstehender Beamter, diesen Vorwurf gegen mich erhebt, so frage ich Sie, meine sehr verehrten Herren Geschworenen, die Sie ja die wirtschaftlichen Nöte unserer Zeit aus eigenster Erfahrung heraus kennen, hätten Sie in meiner Lage nicht ebenso gehandelt? Gewiss. Ich gebe ohne weiteres zu, dass die verehrlichen Mitglieder unseres Aufsichtsrates von ihrer vornehmsten Pflicht, Aufsicht zu üben, wo er in den seltensten Fällen Gebrauch gemacht hat. Und Sie, mein sehr verehrter Herr Vorsitzender, kommen Sie her. Etwas zu ausführlich, Herr Direktor. Das müssen Sie unbedingt Ihrem Verteidiger sagen. Das ist nämlich eine alte Sache. Je länger der Verteidiger spricht, desto länger sitzt der Angeklagte. Wollen Sie bitte die Post unterschreiben? Haben Sie schon bei Brandt angerufen? Schon dreimal. Ja, rufen Sie doch mal. Wird das den Leuten nicht sehr unangenehm sein? Ist es den Leuten unangenehm gewesen, mich zu Kunden zu richten, was? Und die Leute haben auch ihr Geld verloren bei den Ölbohrungen. Ich finde die Leute ganz recht, wenn sie ihr Geld verlieren. Leute, die ihr Geld in aussichtslose Unternehmungen stecken, sollen ihr Geld verlieren. Sie haben doch ihr Geld auch da reingesteckt. Ich? Ist doch was ganz anderes. Ich wollte verdienen. Schon wieder die Industriebank. Ja, bitte? Ja, aber Sie rufen wirklich heute Vormittag schon das vierte Mal an. Bitte schön, mein Mann wird Ihnen... Herr Mann, wie oft haben die heute schon angeläutet? Sehen Sie, mein Mann sagt auch viermal. Naja, also bitte. Nein, ich habe Ihnen ja schon gesagt, sobald ein Telegramm vom Onkel kommt, kriegen Sie Nachricht. In 10 Minuten rufen Sie wieder bei Brandt an. Aber ist doch sinnlos, Herr Generaldirektor. Kann doch jeden Augenblick ein Kabel aus Chicago ankommen, nicht? Ja, also, Kabel aus Amerika haben ja eine sehr merkwürdige Eigenschaft. Hä? Ja, es kommen nämlich immer nur diejenigen Kabel an, die auch wirklich aufgegeben sind. So, und Sie glauben nicht an das Kabel, was? An das Kabel schon. Na also. Aber nicht an einen reichen Onkel. Ich habe ja gesagt, mit einer Bank, die pleite ist, soll man keine Geschäfte mehr machen. Aber Hedwig, wir sind doch der Bank Geld schuldig. Du tust ja gerade, als ob Schulden eine Schande wären. Schulden sind das Einzige, das die Menschheit heute noch zusammenhält. Aber man muss sie doch zahlen. Na ja, dann sind es ja keine mehr. Ich bin ein alter, anständiger Kaufmann. Solange Sie mein Angestellter sind, haben Sie an den Onkel zu glauben. Der reiche Onkel ist unsere letzte Rettung, verstanden? Also bitte, ich glaub's, aber nur rein dienstlich, als Privatmann nicht. Na, wieso? Wieso? Reiche Onkels kommen doch überhaupt nur in Lustspielen vor. Aber unsere Pleite ist doch eine Tragödie. Wenn du nur endlich mal den Aberglauben lassen wolltest, du seist ein Kaufmann. Für mich ist heutzutage ein Kaufmann nur der, der sich umstellt. Das habe ich doch getan. Jawohl, mein letztes Geld habe ich an die Ölbohrerei gegeben. Dazu hast du mir ja auch geraten. Na ja, das war ja richtig. Ach, das war ja ein Irrsinn. Der Boden hat kein Öl gegeben, wir mussten zugrunde gehen.
der Herr Kaufmann. Mein liebes Kind, wenn ich nicht der Kaufmann in der Familie wäre, gingen Wale nackt. Wohnen Sie lange in Chicago? Wie? Ob Sie schon lange in Chicago wohnen? Ja, ja. 30 Jahre. Sagen Sie, gibt es in Chicago wirklich so viele Verbrecher? Ja, ich weiß nicht. Ich beschäftige mich nicht mit Politik. Nicht von Politik gesprochen, ich spreche doch von Verbrechern. Ja, ich weiß nicht, was Sie meinen. Zeit. Verstehen Sie mich doch mal recht. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es dort Parteien gibt, die mit Revolvern aufeinander schießen. Eine Partei auf die andere. Ja, ich sehe, Sie sprechen ja doch von Politik. Wir können doch einen amerikanischen Millionär nicht empfangen ohne einen Pfennig Geld im Haus. Können Sie uns nicht wenigstens noch 500 Mark leihen? Ja, es sind doch unsere beiderseitigen Interessen. Wann kommt denn der Zug? Heute Nachmittag um 16.30 Uhr. Wetter noch mal. Ich werde schon was machen. Also passen Sie mal auf, Schmidt. Die Bank braucht augenblicklich 500 Mark. Glauben Sie, dass das zu schaffen sein wird? Ja, es kommt darauf an, um welche Bank es sich handelt. Unsere Bank. Wo gehen Sie denn hin? Also für Kindereien habe ich keine Zeit. Also bitte kommen Sie sofort her, ja? Wo kriegen wir heute Nachmittag noch 500 Mark her? Für unseren Tresor können wir jeden Augenblick 2000 Mark bekommen. Schmidt, das ist eine geniale Idee von Ihnen. Allerdings kosten Abbau und Transport 3000. Also bitte lassen Sie das schon. Schmidt, hören Sie doch mal zu, wenn Sie also nur, doch, ja, nur, Sie können doch ein... Ich brauche heute Mittag 500 Mark, ja. Haben Sie verstanden? Ja. Ich muss der Familie Band 500 Mark geben. Hm. Wenn der Onkel aus Amerika, ja, die Leute, den nicht richtig empfangen können, Schmidt, das ist unser aller Interesse. Verstehen Sie mich, ja, doch einmal, wenn Sie es gehen. Wissen Sie denn jemand, der 500 Mark gibt? Doch, ich wüsste jemanden. Wer? Ich. Sie sind voll größenwahnsinnig geworden, was? Also, bitteschön, nehmen Sie doch Platz, verehrter Herr Schmidt. Sie wollen uns also das Geld geben, Herr Schmidt, nicht wahr? Ja. Sie haben Vertrauen. Nein, Mut. Wieso? Ich mache dasselbe, was andere Einleger bei anderen Banken auch machen. Die glauben, sie haben Vertrauen und wissen nicht, dass es Mut ist. Ausgezeichnet. Ja. So. Hier ist die Quittung. Brauche keine Quittung. Hm? Kommen Sie, stehen Sie auf. So. Also, Herr Schmidt, ich vertraue Ihnen jetzt 500 Mark an. Gehen Sie mit dem Geld rüber zur Familie Rand. Passen Sie auf mein Geld auf. Was ist denn mein neuer Paletot? Dein neuer Paletot? Ja. Ja. Erinnerst du dich, dass wir neulich Gäste hatten? Ja. Weißt du noch, was es zu essen gab? Ja. Truthahn. Hat er dir geschmeckt? Ja. Das war dein neuer Paletot. Verkauft? Nein, versetzt. Aber der war ja noch gar nicht bezahlt. Na, wenn schon. Anständig, Junge. Aber ich bitte dich, als alter, anständiger Kaufmann werde ich niemals zugeben. Hör mir doch endlich mit dem alten, anständigen Kaufmann auf. Ich habe noch 50 Pfennig im Portemonnaie. Wovon soll ich morgen dem Onkel das Mittagessen kochen? Ein Herr ist draußen. Wie heißt der Herr? Schmidt. Sie wünschen Schmidt von der Industriebank. Herr Direktor Binder schickt mich zu Ihnen. Ach, haben Sie vielleicht... Ja, das Geld habe ich auch. Ach, das ist ja ausgezeichnet. Doch, beherrscht dich doch. Sagen Sie mal, wie sehen Sie eigentlich aus? Wollen Sie nicht mal gleich rausgehen und sich umziehen? Weiße Schürze an, Häubchen auf. Was denken Sie eigentlich? So empfängt man doch keinen Millionär. Ja, Ruhig, kein Wort will ich hören. Umziehen. Was denken Sie sich denn eigentlich, Herr Schmidt? Moment, Frau. Umdrehen.
Tja, das geht nicht schön, aber können Sie bleiben. Ich brauche auch umdrehen. Ach, Herr Schmidt. Bitte, bitte, mach ja jetzt. Wie? Ja, ich habe schon gesehen. Danke, können Sie bleiben. Ah, das Fräulein Tochter. Gestatten, Schmidt von der Industriebank. Ja, verzeihen Sie, wie komme ich dazu? Ist ja nicht für Sie, ist für Ihren Onkel. Das müssen Sie mal nach Bahn übergeben. So, ich danke. Nein, Moment, Fräulein, ist ein Irrtum, Sie müssen sich jetzt umziehen. Wie bitte? Ja, so wie Sie nämlich angezogen sind, empfängt man einen Onkel aus Leipzig, aber keinen Onkel aus Chicago. Einen sittenstrengen Puritaner, kleines Fräulein. So wollen Sie Geld bekommen? Was? Was unterstehen Sie sich? Der Herr hat vollständig recht. Komm, mein Kind. So geht man auch nicht auf die Bahn und holt einen Onkel ab. Also hier ist der Wein und da ist das Gebäck. Und hier ist Kaugummi. Kennen Sie das? Nein. Müssen Sie auch lernen. Stück für Sie. Stück für Sie. Extra Stück für Fräulein Tochter. Das müssen Sie lernen. Ich werde Ihnen schon zeigen, wie man das macht. Der Onkel muss sich hier vollkommen heimisch fühlen. Ach, nur zum Kauen. Erfrischend und bekömmlich. Ach, das ist was für dich, Hermann. Tja, wo ist das Bild? Was denn für ein Bild? Das Bild vom Onkel. Ja, wir haben kein Bild vom Onkel. Und so wollen Sie Geld bekommen? Wer ist denn das da? Wilhelm Tell. Das ist doch kein Verwandter von Ihnen. Nein, Wilhelm Tell ist doch kein Verwandter. Also gnädige Frau, da gibt's nichts zum Lachen. Es ist sogar sehr traurig, wenn Sie für einen wildfremden Menschen so viel Platz in der Wohnung haben. Und für einen Onkel aus Chicago, für einen Millionär, haben Sie nichts übrig. Ich muss auch schon an alles denken. Ja, eigentlich hat er ja recht. Nehmen Sie den Tell da weg. Stellen Sie ihn draußen hin. Wer ist denn das? Das ist der Onkel. Das soll der Onkel sein? Also nee, die Frau, in diesem Alter sehen alle Onkel so aus. Sie gehen sofort auf ihn zu, auf den Onkel und überreichen ihm die Blumen, nicht wahr? Kauen, kauen, kauen. So, bring das Gepäck gleich zur Post, ja? Danke. Wo sind Sie bitte? Wo ist er? Was? Ja, Lisa, ich bringe mal den Gepäck. Das sind amerikanische Koffer. Das ist er. Das ist er. Umarmen, küssen. Hey, hey, alle. Auch umarmen, küssen. Auch hier, Herr Brandt, küssen. Moment, lass doch den alten Mann mal durch. Bitte schön. Bitte schön. Umarmen auch, küssen. Verehrter Herr Hoffmann. Ja, es ist ja alles sehr nett, aber Sie sehen mich in tödlichster Verlegenheit. Nein, Sie brauchen nicht verlegen sein, Herr Hoffmann. Ja, was wollen Sie mal mit Hoffmann? Ich heiße gar nicht Hoffmann. Sie heißen nicht Hoffmann? Im Gegenteil, ich heiße Schröder. Das sagen Sie erst jetzt? Ja, vorher kam ich nicht dazu. Lassen Sie sich ja ruhig von den Damen abküssen. Das war reißen. Fand ich nicht, geben Sie die Rosen her. Schämen Sie sich, Herr Schröder. Gesellschaft. Na, hör. Wo ist er denn eigentlich jetzt? Kommt niemand mehr? Nee. Hermann, um Gottes Willen, ich glaube, der ist nicht gekommen. Kutscher. Sind Sie frei? Ich bin bestellt. Ständchen. Bitte. Moment, Moment, liebe Frau. Was heißt bitte? Wieso bitte? Na ja, wir müssen doch nach Hause. Ja, das müssen wir, aber zu Fuß. Ja, aber lieber Gott, wir können doch nichts dafür, dass der Onkel nicht gekommen ist. Sparen. Na ja, komm, Kate, gehen wir zu Fuß. Also, nur eine Fahrt, nicht wahr? Thank you.
eine Gemeinheit. Wie wir Geld gehabt haben, haben wir uns um den Onkel nicht gekümmert. Jetzt, wo wir ihn brauchen, soll er plötzlich da sein. Käthe? Sei du nicht so keck. Aber vollkommen recht, warum haben Sie ihn früher nicht geschrieben? Ach, ich habe Sie ja nicht um Ihre Meinung gefragt. Verlassen Sie sofort unser Haus. Jawohl, das werde ich auch. Geben Sie her. Das Bild, dann lass ich abholen. Guten Tag, Kinder. Tja, wen suchen Sie? Mein Name ist Hoffmann. Hoff? Nein. Onkel! Der Onkel? Der Onkel! Nehmen Sie Blumen! Nehmen Sie Blumen! Oh, ist ja so Onkelchen, das ist da, Kinder, ich bin ja so gerührt. Ja, was sagt er? Wir waren auf der Bahn. Das ist ja so entzückt. Aber nicht so, dass wir nicht gesehen haben. So, nur dich, Onkelchen. Hunger, Hunger, Hunger. Kinder, 30 Jahre Amerika. Du bist der Mann von Hedwig. Ja. Naja, ich hab dich ja nie gekannt. Sie schon, Hedwig. Hier ist die Kant, wie sie noch ganz klein war. Ja. Ganz klein. Hm? In Amerika gefahren bin. Und Sie? Was? Das ist unsere Tochter. Die Käthe. Die Käthe? Schön. Schönes Mädel. Gratuliere. Schön. Da. 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 Und er? Schmidt von der Industriebank. Oh, bravo, bravo. Eine Bank ist immer eine sichere Sache. Kann man wohl sagen. Kann man wohl sagen. Ja. Ist auch ein Verwandter? Verwandter, wenn ich kann. Ich verstehe. Er ist noch nicht verwandt, aber er wird es bald sein. Ja, ist nicht ganz ausgeschlossen, Herr Hoffmann. Was ist denn los? Wie? Was hat sie denn? Was? Der Böse? Nein, nicht gerade böse, nur in den letzten Tagen hatten wir so eine kleine... Versöhnen, sonst ist der Onkel böse. Auch ich von mir aus, Onkel, würde mich ja sehr gerne versöhnen, nur Käthe ist immer so komisch. Käthe? Käthe, gib mir einen Kuss. Wie? Gib mir einen Kuss. Kuss? Gib du ihr einen Kuss. Also gib du ihr einen Kuss. Ach, Schmidt. Hm? Komm. Na also, bravo. Mein Gott, die Kinder. Sie zanken sich, dann sind sie... So ist es. Herr Schmidt? Ja, bitte? Bitte zum Telefon. Also bitte stören Sie mich jetzt nicht, ja? Industriebank. Oh, Industriebank. Bitte um Entschuldigung. Entschuldigen. Kinder soll man nie dran reden. Sie wissen schon. Ja, Herr Generaldirektor, ist eben angekommen. Ja, ja, ist alles in bester Ordnung. Ja. Herr Schmidt? Ja, bitte. Einen Augenblick, bitte. Bitte, Fräulein Brandt. Sie haben mich eben geküsst. Nur aus geschäftlichem Interesse. Wir sprechen später weiter. Ja, später weiter? Was heißt später weiter? Warum nicht jetzt? Warte mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Wie reden Sie mit Ihrem Generaldirektor? Naja, aber jetzt ist es doch hier eine ganz andere Situation. Ich liege so einfach mal lieber. Große Differenzen. Sie haben scheinbar noch keine Ohrfeigen bekommen, hm? Was sagen Sie, ich habe doch keine Ohrfeigen bekommen? Ich habe in meinem Leben schon manche Ohrfeigen bekommen. Geschäftlich. Geschieht Ihnen ganz recht. Ja. Verbitte mir das! Ja, was treibt ihr denn da, Kinder? Wir kauen Gummi, Onkel. Ach, was hier in Europa kaut man auch? Nur in besseren Kreisen. Hm. Aber Kinder, wenn wir uns verstehen sollen, dann müsst ihr das lassen. Das machen doch drüben nur ganz gewöhnliche Leute. Verzeihen Sie, Herr Hoffmann, es soll nicht indiskret sein, aber ich frage auch nur aus beruflichem Interesse. Wie haben Sie Ihr Geld in Amerika angelegt? Das bisschen Geld. Oh Gott, sagen wir immerhin Geld. Ist das Käthe? Ja? Das bist du, Käthe? Das bist du? Ich? Kennen Sie das Bild nicht, Herr Hoffmann? Onkel, das bist doch du. Nein.
kann das nicht mit einsehen. Was hat er denn? Warum geht er denn? Ach, lass ihn doch, das ist ein alter Kaufmann. Bin ich. George, George, ich hab aufgesehen. Du, ja. Das ist wirklich... Das ist wirklich... Wie man sich doch verändert. Jetzt erinnere ich mich, im Speisezimmer ist das Bild gewesen. Im Speisezimmer über dem Sofa. Stimmt, Herr Hoffmann. Na, sehen Sie. Und Sie haben den Teller gehabt. Na, nein, wirklich. Ich muss euch sagen, ich bin so gerührt. Na, wirklich. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Aber Onkel, denn darüber spricht man doch gar nicht. Sorry, ja. Na, so. Herr Hoffmann, Sie wollen Sie immer noch erzählen, wie Sie drüben Ihr Kapital angelegt haben, nicht? Bitte. So, ja. Na, schön. Hier. Na, also, nun mal los, Herr Hoffmann. Ja. Also der erste hier eine Schifffahrtskarte. Nein, man sagt Aktie. Zwischendeck. Aktie. Zwischendeck Aktie, sagt man jetzt. Zwischendeck Aktie gekauft. Nun habe ich mich in Hamburg zwei Tage also umgesehen. Ich war mit zwei Tage in Hamburg umgesehen. Und ja, warum fragen Sie denn eigentlich? Was geht Sie? Ja, du verstehst der Herrn Schmidt nicht, Onkel. Er meint, du möchtest doch sagen, wie du das übrige Geld angelegt hast. Ja. Angelegt? Ja, so. Den Rest habe ich mir eine Eisenbank halt gekauft. Sehen wir langsam. Moment mal, ich muss die Sache mal eben klären. Sie, sagen Sie mal, haben Sie etwa kein Kapital? Oh ja, ja, mit Kapital. Ja, ich habe ich. Ja, also. Habe ich noch $10. Was? $10 habe ich ja noch. In Gold. In Gold. Das ist alles? Und das nennen Sie Kapital? Tja, Sie nennen es doch Kapital. Was? Sie sagen mal, $10 nennen Sie Kapital? Ja, nee, ich habe gesagt Geld. Und Sie haben gesagt Kapital. Er hat auch gesagt Kapital. Nein, aber Onkel, um Gottes Willen, Was hast du denn mit den vielen Millionen gemacht? Ja, Sie sagen mal, Sie haben da wohl Ihre Millionen leichtsinnig verprasst. Was? Sagen Sie mal, was haben Sie die zwei Tage in Hamburg gemacht? Sie, ja, was hast du gemacht? Aber ich habe doch nie Millionen gehabt. Ich habe nie Millionen gehabt. Nie. Und der Rest ist für die Eisenbahn aufgegangen. Ich war doch immer ein armer Mann. Was hat uns noch gefehlt, dass ihr für uns dann lebt? Was meinen Sie denn? Ja, kann ich schon verstehen, Herr Hoffmann. Die Familie Brandt hat mal einen Onkel in Chicago gehabt. Aber der ist gestorben. Was ist gestorben? Ich lebe doch noch. Aber nicht für die Familie. Also nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Hoffmann. Nun waren Sie doch 30 Jahre in Amerika. Und was haben Sie mitgebracht? Mitgebracht? Ich habe mir doch gedacht, die Gefühle, nicht wahr? Ich meine, die verwandtschaftlichen Gefühle. Nein. Verwandtschaftlichen Gefühle, dieser Artikel geht nicht mehr in Europa. Dann werde ich eben wieder arbeiten. Und arbeiten. Wer findet denn hier Arbeit? Naja, aber wovon leben denn dann die Leute hier in Europa? Das fragt man in besseren Kreisen nicht. Tut mir so leid. Leute, tut mir so leid, diese Familie. Die sind so gut, nicht wahr? So nett zu mir, so. Schon der Empfang, nein? Mein Jugendbild. Ja. Mein Jugendbild. Bitte schön, es ist angerichtet. Gehen Sie nur essen, Herr Hoffmann. Nein. Ich gehe jetzt lieber. Ich möchte meinen Verwandten nicht länger zulassen. Nein, Ihre Verwandten kostet das nichts. Sie sind mein Gast. Ich muss Ihnen aufrichtig sagen, Herr Schmidt. Sie enttäuschen mich angenehm. Ich muss Ihnen genauso aufrichtig sagen, Herr Hoffmann. Sie mich auch. Hallo, Schmidt, da sind Sie ja. Ach, nein. Also, lieber Schmidt, er ist da. Ja, da ist er. Sie können mir gratulieren, Schmidt. Und ob? Wie sieht er aus? Auch eher gut, aber wir... Was heißt das, wir? Wieso? Na, wir auch gut. Ja,
Kann man nicht mal sehen, was? Oh, sehen können Sie. Bitte. Auf 10 Meilen würde ich sagen, ein Millionär. Sie haben ja immer einen guten Blick gehabt, Herr Direktor. Schmidt, hören Sie mal zu. Morgen nach Geschäftsschluss muss ich mit dem Mann Arm in Arm über der Hauptstraße spazieren gehen, verstanden? Damit die Leute wieder ein bisschen Zutrauen zu unserer Bank bekommen, ihr Geld hinbringen. Also, mein Junge, machen Sie mir das in Ordnung, nach Geschäftsschluss Spaziergang, verstanden? Ja, ist möglich. Spazieren gehen kann er. Wie meinen Sie das? Tja, Herr Direktor, das ist nämlich so, die Sache ist nämlich nicht so einfach. Ich muss Ihnen das sagen, der Mann hat kein Geld mitgebracht aus Amerika. Na, Mensch schon. Was? Wer braucht sofort Geld? Was? Die Hauptsache, dass er da ist, zahlen kann er später. Später? Später können Sie wieder was lernen von mir. Es ist gar nicht nötig, dass die Leute das Geld sehen. Die Hauptsache, dass es riecht. Geld riechen, Schmidt. Das genügt. Ja, tja, haben recht. Also, mit! So gehen Sie. Warum? Haben Sie hier noch was zu tun? Denke ich dran, ich bleib hier. Was heißt das? Sie widersetzen sich meinen Anordnungen? Ja. Wissen Sie, was Sie sind? Bitte. Mein gewesener Angestellter. Verzeihung, und meine 500 Mark? Hier sind Ihre 500 Mark. Machen Sie es raus, geht los. Wo haben Sie auf einmal 500 Mark her? Heute Vormittag? Habe ich es ja auch schon gehabt. Darum haben Sie mich angepumpt, Sie? Schmidt, glauben Sie im Ernst, dass ich so leichtsinnig bin, mein eigenes Geld in so unsichere Geschäfte zu investieren, was? Was wäre denn gewesen, wenn der Onkel gar nicht angekommen wäre, was? Ja, ja, haben Sie recht. Also gehen Sie mal, los. Fürchterlich, wenn das eines Tages herauskommt. Aber solange es nicht herauskommt, Frau Brandt, ist er und bleibt er ein Millionär. Und mit einem Millionär kann man Geld machen, ja, nicht wahr? Und unsere Bankschulden. Die lassen Sie bitte meine Sorgen sein. Also sind Sie einverstanden, von heute ab mit mir offiziell verlobt, ja? Ja, aber entschuldige, Mama. Nein, mach doch deine geplagte Mutter nicht so nervös. Es geht doch hier um alles. Wahrhaftig, Gott, du kommst mir auch schon vor wie ein alter, anständiger Kaufmann. Ja, aber dazu muss ich doch nicht verlobt sein. Also darüber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Es handelt sich hier um keine richtige Verlobung mit Küsschen und Ohrfeigen, nicht wahr? Eben. Ich will nämlich nur Ihr Einverständnis haben, Frau Brandt. Dann kann ich nämlich als Mitglied der Familie unsere finanziellen Interessen bei der Bank vertreten. Richtig, Herr Schmidt, das wird doch der Direktor nicht glauben. So dumm ist er doch nicht. Nehmen Sie zur Kenntnis, Fräulein Braut, ein Bankdirektor ist nur so klug, wie er Geld im Tresor hat. Und sein Tresor da drin ist leer. Ja, Generaldirektor. Oh, gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Braut vorstelle? Was, so plötzlich an? Tja, gegen die Liebe ist man machtlos, nicht, Käthe? Ja. Weiterhin möchte ich im Auftrag der Familie Brandt und des Herrn Hoffmann mitteilen, dass die Ölbohrungen fortgesetzt werden. Und was geschieht mit meinem Geld? Was? Das wird Ihnen von Herrn Hoffmann in bar ausgezahlt. So. Also, Sie wollen mich aus dem Ölgeschäft herausdrängen, was? Verzeihung, Sie bekommen Ihr Geld in bar. Ich brauche kein Geld. Bis heute war ich gut genug, was? Aber das kann ich Ihnen sagen. Das Geschäft lasse ich mir nicht wegnehmen, Herr. Gestatten Sie, Binder? Generaldirektor Binder von der Industriebank. Ist mir angenehm, sehr angenehm. Hoffmann, nämlich Hoffmann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschlossen haben, mit uns weiter zu bohren. Was will ich? Bohren. Warum bohren? Na, wegen des Öls. Herr Schmidt, ich weiß nicht, was der Herr... Moment. Dass Sie sich entschlossen haben, weiter zu bohren! Warum schreien Sie denn? Ja, komm. So. Onkel, kommen Sie mal raus hier. Kommen Sie mal raus. Schreien Sie? Eben. Der Herr Direktor will ja kein Geld von Ihnen. Er möchte nur im Ölgeschäft drinbleiben. Nicht? Also geben Sie ruhig Ihre Zustimmung. Hier.
danke Ihnen vielmals. Ihr Wort ist selbstverständlich für mich genau dasselbe wie eine schriftliche Bestätigung. Ich empfehle mich Ihnen, Herr Hauptmann. Ich empfehle mich Ihnen! Ja, ich höre Sie. Ja. Danke! Bitte. Herr Schmidt, was ich sagen wollte, vorhin das mit der Entlassung haben Sie doch wohl nicht ernst genommen, nicht? Seien Sie beruhigt, lieber Binder, ich habe Sie nie ernst genommen. Bitte. Ja, ich verstehe das nicht. Aber ich... Herr Hoffmann, ich kann Ihnen gratulieren. Ab heute sind Sie Millionär. Ja, ich habe doch gar kein Geld. Ja, mit Geld ist ja auch keine Kunst, Millionär zu sein, nicht? Wie viele Koffer haben Sie? 7 bis 8 Stück. 7 bis 8, genügt. Herr Hoffmann, Sie werden ins Hotel Goldene Gans übersiedeln, und zwar morgen Mittag um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Sachen kommen nach 9, 10, 11. Ja, lassen Sie bitte. Der Herr Präsident liebt keine langen Reden. Sind die Appartements in Ordnung? Selbstverständlich, natürlich. Für den Herrn Präsidenten persönlich das Napoleon-Zimmer. Dann bitte gleich eine Eilverbindung mit London. Paddington 0073. Hä? Wie bitte? Ach so, ja. 00370. Darf ich bitten, Herr Präsident? Gestatten? Nein, darf ich bitten, diese Mappe nicht zu berühren. Mit vielmals um Entschuldigung, natürlich. Bitte. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Was denn? Was haben Sie denn? Killer. Gepfeife ich mir. Ja. Sie sollen die Questchen draußen lassen. Nein, Sie sollen... Questchen bleiben draußen. Ich habe mich. Ich hab's ja hier. Vorzeigen. Was brauche ich denn, wenn ich denn, ich hab's denn? Auspacken. Na. Dankeschön. Gleich wird mein Telefongespräch mit London kommen. Irgendjemand wird mich zum Apparat rufen und diesem werden Sie die $10 als Trinkgeld geben. Was? $10? Meine $10 soll ich als Trinkgeld nehmen? Doch. Das mache ich nicht. Doch, Sie werden sie geben, Herr Hoffmann. Englisch? Nein. Dann wird man Sie doch in London gar nicht verstehen. In London nicht, aber in Groditzkirchen. Und da ist das Wichtige. Herein. Bitte London. Komm mal rein, mein Junge. Komm mal her, mein Junge. Hm?
Was soll ich damit? Das ist ein kleines Trinkgeld für dich, mein Junge. Na, Herr Hoffmann, das war jetzt sehr nötig und sehr wichtig. Das werden Sie später mal eines Tages einsehen, nicht? Und lassen Sie den Kopf nicht hängen. Gehen dann gleich zusammen Mittagessen. Donnerwetter! Weißt du denn, was das wert ist? Das sind ungefähr 40 oder 42 Mark? Nee. Ja, natürlich. Na, da hast du aber Glück gehabt, du. Ist das denn nicht goldig? $10 Stück. Mit der Verbindung mit London. Hallo? Ja? Hallo? Ja, ist doch die Anglo-Französische Ölkompanie? Ja, bitte, Herrn Generaldirektor James Jonathan. Ja, hier ist Schmidt, Privatsekretär des Herrn Präsidenten Hoffmann, Groditzkirchen, Germany. The President of Germany? The President of Germany. What does he want? Shut up. Here is Mrs. Beanstrong. Herr Generaldirektor? Ja, Herr Präsident Hoffmann lässt Ihnen sagen... What? Who? Sie möchten die 5 Elektrobohrmaschinen, die nach dem Kaukasus unterwegs sind, sofort nach Groditzkirchen umleiten lassen. Groditzkirchen. What do you think? Let me speak to him. Why? Hello, what? Where? Who? Don't you speak English? Nein, nein, danke, er hat keinen Zweck zu beschäftigen. Ja, Herr Präsident selbst. Hello? He's always saying President. Hello? Ja, danke schön, wer es ausrichten. Goodbye. He's gone. Why didn't you ask him? But the president is gone. Oh, you didn't understand. You didn't either. That's my business. It's always German. Ich möchte das gerne wechseln. Woher hast du das? Ich habe das von unserem Gast als Trinkgeld bekommen. Als Trinkgeld? $10 als Trinkgeld. Von wem hast du das? Wie heißt denn der Mann? Ein Amerikaner, Herrn Hoffmann. Hoffmann? Hoffmann. Hoffmann? Ja. Schauen Sie, das ist ja der Onkel von der Familie Brandt. Ach so was? Ist der doch angekommen? Das können Sie natürlich... sofort wechseln. $10. Herr Schmidt, wissen Sie, dass das, was Sie da tun, nicht korrekt ist? Nein. Ich fürchte, der Staatsanwalt wird anderer Meinung sein. Dann steht Meinung gegen Meinung. Aber ich glaube, der Staatsanwalt wird recht behalten. Nein, nee, Frau, Sie irren sich. Sehen Sie, was ich getan habe, ist nämlich gar nichts Unrechtes. Ich schaffe Kredit für Groditzkirchen. Der Onkel ist meine Golddeckung. Naja, wenn es herauskommt, dass der Onkel nichts hat, was ist dann? Dann ist Inflation. Zigarette? Hm? Ne? Naja. Und sehen Sie, hat man die Leute eingesperrt, die Inflation gemacht haben? Nein. Nein. Naja. Aber wissen Sie, mir ist es doch lieber, wir machen Geschäfte auf moralischer Art. Hat miteinander nichts zu tun. Entweder man lebt moralisch oder man macht Geld. Lebt moralisch oder man macht Geld, ja. Und dann übrigens, Herr Schmidt, warum sind Sie denn gekommen? Och Gott, rein geschäftlich. Sehen Sie, als Bräutigam Ihrer Tochter, wegen der öffentlichen Meinung der Leute, muss ich mich hier so ein bisschen bei Ihnen aufhalten. Sie gestatten doch. Aber bitte, bitte. Möchten Sie Käthe sprechen? Nein, danke, danke. Nicht wichtig. Bin doch nur wegen der Leute hier. Halt mich hier ein bisschen auf. Bitte schön. Ich habe sowieso zu tun. Dankeschön. Er hat dir recht gesagt, er will mich nicht sprechen. Ja, 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 er sagt, er ist nur so wegen der Leute hier. Hm? Na, den schmeiß ich raus. Du, mein Kind, das wirst du nicht. Oh, den schmeiß ich raus. Ja, du schaffst das ja doch nicht. Na, das werden wir ja sehen. Guten Tag, Herr.
Herr Schmidt. Ja. Meine Mutter hat mir gesagt, dass Sie mit mir sprechen wollen. Ja, das habe ich gesagt. Sie lügen ja. Im Gegenteil, Sie haben gesagt, Sie wollen mich nicht sprechen. Stimmt, das habe ich gesagt. Sie lesen Sie nicht, wenn Sie mit mir reden. Entschuldigung, aber ich möchte gern lesen. Ja? Herr Schmidt, merken Sie sich eins. Kommen Sie, wann Sie wollen. Gehen Sie, wann Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, brauchen Sie nicht mit mir reden. Aber solange Sie sich als meinen Bräutigam aufspielen, benehmen Sie sich auch entsprechend. Aber entschuldigen Sie mal, liebes Fräulein. Nein, ich entschuldige gar nicht. Stehen Sie gefälligst auf. Wie sitzt denn Ihr Jackett? Und die Hosen, wann sind denn die das letzte Mal gebügelt worden? Und wenn Sie keine Weste haben, dann tragen Sie einen Gürtel und nicht diese Hosenträger. Und der Kragen. Seit wann trägt ein junger Mann heutzutage so einen Kragen? Entschuldigung, ich dachte, speziell der Kragen wäre ganz nett hier. Nein, mangelhaft angezogener Mensch ist ja nicht gerade angenehm anzusehen. Och, das kann ich nicht finden. Unverschämt sind Sie auch noch. Entschuldigung, wenn ich als Bräutigam noch nicht mal... Auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, Sie haben doch sicher auch noch von dem Zeug da, von diesen... von der pleite gegangenen Ölgeschichte, ja. Der Papiere, was? Leider. So, also, ja, sagen Sie, könnte man da was kaufen? Viel zu wollen. So. Moment mal. Bitte sehr, bitte. Herr Vorsteher, der Idiot da vom Hotel will Ölpapiere kaufen. Welcher Idiot? Der Hotelbesitzer. Das ist kein Idiot. Der Idiot sind Sie. Verstanden? Mich? Moment mal bitte. Sag, Herr Matuszewski. Vorsteher, wie geht's denn? Danke. Sagen Sie, Herr Matuszewski, ja. Wozu brauchen Sie diese Ölpapiere? Na ja, gut, ich brauche sie eigentlich nicht. Ja. Nee, gut, ich hab gedacht, Ja, ja. Wohnt bei Ihnen ein Herr Hoffmann? Sie wissen doch, der Onkel von dem Brand. Ja, kann sein. Kann sein. So, so. Na, also hören Sie mal, Herr Matuszewski. Wenn Sie hier in der Stadt Ölpapiere kriegen, dann kommen Sie zu mir. Verstehen Sie? Ich bin Käufer. Ach. Ja. So. Ja. Verzeihung, ich möchte gerne zum Sekretariat Hoffmann. Erste Etage, Zimmer Nummer 11. Nummer 11, danke schön. Bitte, Sekretariat Hoffmann. Erste Etage, Zimmer Nummer 11. Liebe Freunde, lassen Sie mich doch einen Moment mit der Sekretärin. Aber ich kann ohne Ausweis hereinlassen. Schiebung. Ich habe keine Marke, aber ich muss Herrn Schmidt unbedingt sprechen. Leider unmöglich. Ja, aber wann denn? Für die nächsten 14 Tage ist Herr Schmidt vollkommen besetzt. Aber warten Sie, wir haben heute Mittwoch den 8. Da besteht am Montag, den 20. die Möglichkeit von 16.05 bis 16.12 Uhr. Der Nächste, bitte. Danke. 413, bitte. Hier. Warte, bitte. Womit kann ich dienen? Ich möchte Herrn Hoffmann sprechen. In welcher Angelegenheit? In einer Bar-Angelegenheit. Wie? Ja, wir haben eine Bar eröffnet. Wer? Ich und meine Schwester. Eine amerikanische Bar. Echt amerikanisch. Oh, bitte. Wir waren in Berlin bei Aschinger angestellt. Und nun wollten wir Herrn Hoffmann bitten, uns mit seinem Besuch zu beehren. Ja, Herr Hoffmann hat momentan sehr viel zu tun, aber ich werde ihm Ihre Angelegenheit ausrichten. Er wird sich ganz besonders für Ihre Sache interessieren. Auf Wiedersehen. Wie bitte? Auf Wiedersehen. Meine Schwester ist noch hübscher als ich. Halte ich mir ausgeschlossen. Bitte beste Grüße auszurichten. Der Nächste, bitte. 414, bitte. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Brauchen Sie nicht wieder mal einen neuen Anzug, Herr Sabotka? Sie haben schon lange keinen bei mir bestellt. Wenn Sie, mein lieber Herr Borsig, wie ich in der Holzbranche wären, dann würden Sie sich auch keine neuen Anzüge bestellen. Aber wenn das da drin klappt, dann bestelle ich mir den neuen Anzug. Na, hoffen wir das Beste. Sagen Sie mal, glauben Sie, dass man dem Schmidt eine Provision anbieten kann? Na, wem kann man heute keine Provision anbieten? Der Nächste, bitte. 415, bitte. Hier.
Gottes Willen nicht dort hinein. Da sieht uns ja der Schmidt. Ja? Wer ist denn? Ich bin Hermann, dein Neffe Hermann. Wer? Guten Tag, lieber Onkel. Ja, schön, dass du mich hier, Herrn Schirmer, vorstelle. Ja. Der Herr, der möchte nämlich jetzt... Lassen Sie nur. Ich stehe nämlich mit dem Bürgermeister so. Ja, du könntest jetzt nämlich die Grundstücke neben den Ölfeldern billig kaufen. Ich stehe nämlich mit dem Bürgermeister so. Ja, ich kann doch nichts kaufen. Ich habe doch kein Geld. Ihr Onkel muss aber Geld haben, wenn er sich leisten kann, zu sagen, er hat kein Geld. Nein. Ich sage Ihnen ganz aufrichtig, ich habe wirklich kein Geld. Herr Michter, der liebe Hermann wollte mich... Na, auf Wiedersehen, lieber Onkel. Auf Wiedersehen. Herr Hoppenmann. Immer vernünftig. Kann ich einen Kaffee bekommen? Ja, natürlich können Sie Kaffee bekommen. Mit Sahne? Mit Sahne, natürlich, auch mit Sahne. Brauchen. Doch, Sie bekommen Ihre Sahne. Herr Hoffmann, Sie bekommen Ihre Sahne. Nur Geschäft hinter meinem Rücken. Die sollen Sie nicht machen, nicht? Und mittags machen wir beide zusammen einen schönen Spaziergang. Halt doch für vernünftiger, wenn ich unser Geld aus der Schweiz zurückrufe. Na und? Was ist bei mir in der Bank tun? Was habe ich in der Schweiz? Gar nichts. Bei mir in der Bank zahle ich mir selber 12% Zinsen. Und wenn die Bank pleite macht? Ausgerechnet jetzt redest du von Pleite, wo alle Leute zu uns gerannt kommen? Wo sogar die Einleger von der Sparkasse zu uns kommen? Sprich du? Schweiz ist Schweiz. Ja, Schweiz ist Schweiz. Und Konjunktur ist Konjunktur. Und ich als Bankier habe die Verpflichtung, mit der Konjunktur mitzugehen. Hast du mich verstanden? Ja? Also bitte, also guck dir diese Schweinerei hier an. Ich hab doch gesagt, das Kind gehört eben auch nicht an den Tisch. Frieda! Frieda, bitte nehmen Sie den Jungen raus, das Kind ist draußen. Schwein! Komm mal. Frieda, Vati hat das ganze Geld in der Schweiz. So, das geht, aber... Schön ist der Kött nicht, muss ich Ihnen schon sagen, Herr Hoffmann. Aber in der Eile ging es ja nicht anders. So immer schön gerade halten. Haltung, nicht? Yeah. Nur mal zurück ein paar Schritte. Danke. So, mal umdrehen. Umdrehen. Naja, es muss eben gehen. Was soll man machen? Übrigens, sagen Sie mal, dass ich nicht vergesse,
Ich habe da erfahren, dass nicht die Amerikaner, sondern die Engländer die angewohnt haben, kurze Pfeife zu rauchen. Aha. Ja. Können Sie sich erinnern, was ich gesagt habe? Ja. Herr Schmidt, nicht mal an Tieren nicht nachgegeben. Und ich wollte anfangs nicht. Und jetzt schmeckt sie mir. Ja. Wunderbar. Aber leider, Herr Hoffmann, muss ich bitten, natürlich mit der Pfeife jetzt Schluss. Ja. Doch, machen Sie keine Sachen. Geben Sie die Pfeife. Ja. Kommen Sie her, Machen Sie keine Sachen. Geben Sie her, Herr Hoffmann. Nein, Sie kein Kind. Komm, seien Sie vernünftig. Bitte, Herr Schmidt. Ich kann mich jetzt schon so sagen. Trotzdem, wir wollen die Ansprache für die Gründungsfeier probieren. Das ist wichtiger. Geben Sie auch das Teil her. So, seien Sie vernünftig. Also bitte. Ich kann aber doch keine Ansprache. Ich will das nicht. Ich bin immer ein anständiger Mensch gewesen. Ja, leider, Herr Hoffmann, beginnt in Europa der anständige Mensch erst beim Millionär. Also darf ich bitten, nicht. Meine Herren. Mit Freude. Mit Freude, Herr Greise. Ich pfeife die Gelegenheit. Von vorn, bitte. Und meine Haltung, Herr, wie ich gesagt habe. Und etwas fröhlicher, ja? Also. Meine Herren, mit Freude ergreife ich die Gelegenheit, vor Ihnen feierlich zu erklären, dass ich bereit bin, alles, was ich in drüben in harter, langjähriger Arbeit erworben habe, gerne in dieses Unternehmen zu investieren. Zum Wohle meiner engeren Heimat, des reichen Bodens und der schönen Stadt Roditz-Kirchen. Ich erkläre hiermit die Roditz-Kirchener Ölkompanie für begründet. Vivat! Grüßgott! Verloriat! Ich erteile das Wort dem Herrn Bürgermeister. Im Namen der Stadtverwaltung von Groditzkirchen erkläre ich, dass die Stadt, getrieben von dem Beispiel des Herrn Präsidenten, sich mit 500.000 Mark, die dem Notfonds entnommen werden, an diesem großen Unternehmen beteiligt, um den Bürgern der Stadt Arbeit und Verdienstmöglichkeiten zu geben. Das Wort hat Herr Schmidt. Meine Herren, wir alle wissen, was heutzutage das Gold bedeutet. Die ganze Welt kämpft heute um das Gold. Was sind zum Beispiel Dollarscheine? Dollarscheine sind das Gold, das da drüben in den Tresors der Federal Reserve Bank in New York liegt. Hier, meine Herren, ist unser Gold. Die Unterschrift unseres verehrten Herrn Präsidenten Hoffmann. Und hiermit verschließe ich unsere Golddeckung in diesem Tresor. In den alles blendenden Strahlen dieses göttlichen Metalls können wir gefestigt an die Arbeit gehen. Und nun fangen wir an. Thank you.
können die da oben sich tot regieren, Mensch. Du siehst doch, kommt ein Amerikaner rüber mit Zaster, bums, haben wir Arbeit. Das ist das ganze Problem. Wo Geld ist, gibt es keine Arbeitslosigkeit. Na, aber in Amerika gibt es doch auch Arbeitslose. Ja, aber die stempeln in Dollars. Also, Sie glauben, Sie werden kein Öl finden? Ich muss leider sagen, Herr Direktor, die Hoffnung wird immer geringer. Hm. Haben Sie Maschinen genug? Jawohl, Herr Direktor. Haben Sie Arbeiter genug? Jawohl, Herr Direktor. Haben Sie Geld genug? Ja, Herr Direktor. Also, was wollen Sie noch? Die wissenschaftlichen Ergebnisse. Also, ich pfeife auf die Wissenschaft. Die Hauptsache ist, es wird gearbeitet. Ich gehe für eine Stunde weg. Ich bin schon weg. Ach, bitte ärmeln Sie mich doch etwas fester ein. Das sieht doch nicht nach Glück aus. So. Ja, aber entschuldigen Sie. Ich kann Ihnen doch nicht mitten auf der Straße in den Hals fallen, ne? Tja, wissen Sie, Fräulein Käthe, ich finde diese repräsentativen täglichen Spaziergänge für mich sehr zeitraubend. Ach, was wollen Sie damit sagen? Ich meine, ich verzichte ja gern drauf. Aber wir können nicht darauf verzichten. Sie können darauf verzichten, weil Sie in geschäftlichen Dingen gleichgültiger sind als ich, nicht? Verzeihung, guten Tag. Danke. Da. Der Kerl hat sein Glück gemacht, was? Solch hübsches Mädchen. Ja, ja. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann mir ja auch was Netteres denken, als mit Ihnen hier herumzulaufen. Ich bitte mich doch wieder einzuärmeln. Ich finde überhaupt, wir würden viel Zeit und Ärger sparen, wenn wir beide heiraten würden. Da. Wie bitte? Ja, heiraten, nicht? Habe ich, glaube ich, gesagt. Ich meine, überlegen Sie sich mal die Sache. Ich halte es aus geschäftlichem Interesse für das Beste. Ich würde selbstverständlich auf alle Annehmlichkeiten einer Ehe verzichten. Herr Böse jetzt? Nein. Na, das ist schön. Ich möchte auch nur Zeit sparen. Hab so irrsinnig zu tun. Mein lieber Herr Schmidt, ich will mich wirklich prinzipiell nicht in die Geschäfte Ihrer Ölkompanie hineinmischen. Aber letzten Endes bin und bleibe ich doch der Generaldirektor dieser Bank, nicht wahr? Ich will wirklich nicht behaupten, dass ich den Aktionären meiner Bank irgendwie Rechenschaft schuldig bin. Ich meine, die Leute haben mir nochmal ihr Geld gegeben, nicht wahr? Und ich werde schon... Ja, ja, aber ich muss Ihnen sagen, ich muss doch orientiert sein. Man kann mich doch mal fragen. Und ich verstehe absolut nicht, wie Sie bereits jetzt eine derartig große Raffinerie gebaut haben. Lieber Binder, Sie sind ein großes Kind. Ich muss durch Raffinieren sämtliche Nebenprodukte gewinnen. Petroleum, Benzin, Paraffin, Teer. Ja, Verzeihung, da ist nur ein kleiner Denkfehler dabei. Sie bohren und bohren und es kommt nicht ein einziger Tropfen Öl. Und solange kein Öl fließt, brauchen Sie keine Raffinerie. Lieber Mann, Sie sind schon gar nicht im Bilde. Ich lasse doch das Öl aus Russland kommen. Pardon? Seit 14 Tagen arbeitet die Raffinerie mit russischem Öl. So dumm. Endlich auf. Ach Gott, du verstehst ja nichts vom Klavier. Ich bin, du machst mich auch ganz nervös. Du bist so unmusikalisch. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, wie der Schmidt unseren Onkel behandelt. Alle haben Geld. Du hast Geld, ich habe Geld, der Schmidt hat Geld, nur der Onkel hat keinen Pfennig. Was heißt denn das? Ja, was? Erst hat er ihm die Millionen abgenommen und jetzt gibt er ihm nicht einen roten Heller. Naja, wozu braucht denn der Onkel Geld? Wenn er kein Geld braucht, dann braucht er mich nicht, um Geld zu bitten. Er hat dich um Geld gebeten? Ja. So, du hast ihm gegeben? Ja, 100 Mark. Wann denn? Ja, vorhin. Um Gottes Willen, wann geht denn der nächste Zug? Um Gottes Willen, um Gottes Willen! Ja, ist das. Ja, wer? Achso, ja, guten Tag, Frau. Wie? Geld? Wie viel denn? Was, 100 Mark? Um Gottes Willen. Wolle, wer war denn das?
Geben Sie die 100 Mark hier. Komm. Geben Sie bitte die 100 Mark hier. Nun? Da fehlen ja 3 Mark. Was haben Sie mitgemacht? Ein Buch habe ich mir gekauft. Ein Buch? Was denn? Ja, das ist nett. Wie hat es Ihnen gefallen? Ganz gut. So, und warum wollten Sie dann fort? Warum? Weil ich den ganzen Schwindel nicht mehr länger mitmachen will. Ich bin ein anständiger Mensch. Dann bleiben Sie auch gefälligst ein anständiger Mensch und lassen Ihr Riesenunternehmen nicht einfach im Stich. Aber wie kann ich denn ein Riesenunternehmen haben, wenn ich kein Geld habe? Herr Hoffmann, da sind Sie nicht der Einzige in Europa. Bitte. Verzeihen Sie mal, wie denken Sie sich das? Wie soll das werden, wenn Sie selbst zu unserem Unternehmen kein Vertrauen haben? Ich habe kein Vertrauen. Wie kommen Sie denn darauf? Wo soll Ihr ganzes Geld in der Schweiz haben? Ich habe mein Geld in der Schweiz. Wer sagte das? Ihr Herr Sohn. Mein Sohn? Ja, Ihr kleiner Junge läuft im Stadtpark rum, hält alle Menschen an und sagt zu jedem, der es wissen will, mein Papi hat sein ganzes Geld in der Schweiz. In einer Stunde gehen wir essen. Ja, bitte? Herr Schmidt, bitte Ihr Fräulein Braut. Ah, ja, Käthe, mein Liebling. Wie geht's dir denn, mein Herzen? Bitte entschuldigen Sie, ich habe das nur gemacht wegen. Oh, bitte, bitte. Wollen Sie Platz nehmen, Fräulein Brandt? Dankeschön. Darf ich das abnehmen? Nein, danke. Ist mein Onkel da? Ja, der sitzt da drin. Na, ich finde das empörend, dass Sie den armen alten Mann einsperren wie einen Sträfling. Nein, sehen Sie mal zu, Fräulein. Entschuldigung, jetzt bin ich nicht dumm. Sehen Sie, Fräulein Brandt, ich meine Folgendes. Das Gold, das auf der Bank von Frankreich liegt, kann nicht davonlaufen, wird aber trotzdem von Soldaten bewacht. Nicht wahr? Und da drin, der Onkel ist unser Gold. Leider hat er Füße, nicht? Und wenn der Onkel noch dazu von Ihrem Herrn Vater 100 Mark bekommt, also der alte Mann tut mir auch sehr leid, aber ich muss aufpassen. Ja, Sie haben vielleicht recht. Also, wann soll die Sache vor sich gehen? Welche Sache? Sie haben doch unlängst selbst behauptet, dass Ihre so kurz bemessene Zeit es verlangt. Was? Was bitte? Unsere Heirat. Also ja, ach so, ja, ja. Ja, ach so, Sie sind... Ja, ich bin entschlossen. Wir wollen uns doch nichts vormachen, Herr Schmidt. Ja. Nachdem ich an diesem Unternehmen nicht ganz unbeteiligt bin, will ich auch etwas für unser Geschäft tun. Ich werde Sie heiraten. Ja, selbstverständlich. Aber leider... Wann passt es Ihnen? Ja, ich bin so schwer. Moment mal eben sehen. Jeder Tag in der Woche, das ist so stumme Sache. Ja, was habe ich denn hier? Aha, Donnerstag. Donnerstag ging es vielleicht. Aber eine Abendsitzung. Ach, Sitzung, Sir. Lassen Sie sich nur nicht stören. Unsere Ehe hat mit abends gar nichts zu tun. Lassen wir es auf Donnerstag. Ja, schön. Bis Donnerstag. Beim Brand. Schade. Bitte? Ist nicht leicht mit Ihnen. Ja, es ist eben meine Stärke. Wiedersehen. Komm, Siegfried.
Was ist denn das wieder für eine Sache? Das Chicagoer Städtische Krankenhaus fordert von uns $104 für einen unserer Staatsangehörigen. Wie heißt denn der Mann? Thomas Hoffmann, gebürtig aus Roditzkirchen. Roditzkirchen? Wo liegt denn das schon wieder? Als Wohlfahrtsamt weiterleiten. Überhaupt, mein Lieber, immer weiterleiten. Das ist der Hauptsache. Und vor allem, Kedelein, Geschäft ist doch Geschäft. Ihr müsst euch doch vor den Gästen auch benehmen wie verheiratete Leute. Komm, mein Junge, komm, ja. Hier, Mann, hier. Einen Moment, kannst du mir noch einmal 100 Mark borgen? Aber so, ich will nicht, dass der Schmidt es bemerkt. Schwiegersohn, der Herr Schmidt, kann sich's eben erlauben. Hier ist dein Zimmer. Pass mal auf. Also auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf recht gut. Bis morgen. Sag auch hier gute Nacht. Komm. Gute Nacht, Onkelchen. Gute Nacht. Komm. Wiedersehen. Pass auf. Heinz? Ja? Heinz, Moment, wie komme ich denn wieder heraus? Ja, Theodor, du hast auch einen Knopf drin. Links von... Ich hab keinen Knopf drin. Links von dir. Drück mal. Siehst du? Nein, was passiert? Ja, nein. Wie? Nein, du erschrocken. Musst aber jetzt schlafen, nicht? Der Onkel ist da. Ja. Achso, ja, Frau Käthe, Ihr Zimmer wäre hier. Sehr nett. Nur nicht ganz alltäglich. Gut, unsere Ehe ist ja auch nicht so ganz alltäglich. Ja, aber das haben wir... Wie? Gute Nacht, Herr Schmidt. Gute Nacht, Frau Brandt. Ja.
Theodor. Ja. Schon wieder von Hermann? Ich wieder von Hermann. Ich will weg. Ich mache diesen Schwindel nicht mehr länger mit. Ich war immer ein anständiger Mensch. Ein anständiger Mensch lebt um diese Zeit. Was machen Sie denn da mit meinen Sachen? Oh, Verzeihung. Herr Schmidt hat gesagt, dass ich Ihre Sachen tagsüber in meinem Zimmer einschließe. Und in Chicago war so eine Ruhe und... Morgen, Onkel. Morgen, Hedwig. Na, du frühstückst ja allein? Ja. Allein? Die Kinder nicht da? Der Schmidt ist schon weggegangen. Und Käthe? Ja, die schläft noch. Längen schläft sie. Was hast du denn, Onkelchen? Du bist ja so traurig. Aber ich habe doch die ganze Nacht nicht geschlafen. Nein, warum? Ja, es war ja so laut hier. Laut? Aber ein Skandal. Skandal? Hat der Schmidt vielleicht... Der Schmidt, das ist ein brutales Individuum. Nein. Hast du etwas gehört? Ja, natürlich. Ich war doch dabei. Was, dabei? Warum scheißt du mit mir? Jetzt scheißt du auch schon mit mir. Jeder schreit mit mir. Kinder sind mit mir aber zu blöd. Ja, ja, ich habe wirklich eine Geduld, aber wenn jeder mit mir scheißt. In Chicago war ich so ruhig war es in Chicago. Käthe? Mein armes Kind. Ja, aber warum denn arm, Mutti? Nicht arm? Nein. Na ja, wie man es nimmt. Woher kommt das Aktenstück? Vom Ministerium des Äußern. Da schicken Sie das an das Bürgermeisteramt von Grodnitzkirchen und fügen Sie Folgendes hinzu. Wenn der Mann kein Vermögen hat, so müssen seine Verwandten für die Krankenhauskosten aufkommen. Haben diese auch nichts, dann muss die Gemeinde Grodnitzkirchen bezahlen. Ist klar? Jawohl, werde ich gleich erledigen. Hä? Moment, meine Herren. Ich sage hiermit, die Herren haben kein Öl gefunden. Herr Direktor, ich als Chefingenieur erkläre Ihnen doch, dass wir Öl gefunden haben. Und ich als Ihr Direktor erkläre Ihnen, ich wünsche nicht, dass Öl gefunden wird. Ja, warum denn nicht? Weil ich mein Geschäft nicht ruinieren will. Herr Direktor, das Öl, das wir hier finden, wird doch um die Hälfte billiger sein als das russische. Das ist ja eben das Unglück. Wenn hier Öl fließt, kann ich nicht weiterbohren, muss 1000 Arbeiter entlassen. Wieso? Kapital braucht kein Öl. Kapital braucht hohe Preise. Welches dem folgt, meine Herren? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber das ist doch volkswirtschaftlich betrachtet eine Dummheit. Also nehmen Sie zur Kenntnis, Herr, dass das Kapital so klug ist, dass es in seinem Interesse nicht einmal vor einer Dummheit zurückschreckt. Thank you.
So ein Mensch, der nicht mal die Spitalkosten für sich bezahlen kann, spielt sich hier als Millionär auf. Ich habe wirklich geglaubt, dass ein richtiger Millionär ist. Auf mein Ehrenwort. Und dazu hole ich mir mein ganzes Geld aus der Schweiz. Hey? Der Mann ist ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Ich werde ihn verhaften lassen. So eine. Nebenan sitzen die Leute und warten auf die feierliche Enthüllung seiner Büste. Ist das möglich? Ach, da bist du ja. Komm mal her. Ist das wahr? Ich will nicht damit sitzen, was ist ich? Hm? Ja. Ja, ich war ja wirklich krank. So. Ja, aber jetzt bin ich wieder ganz gesund. So, also schön. Na, bist gesund, ja? Na, Gott sei Dank. Du hast dich hier einfach so als Millionär ausgegeben, ohne einen Pfennig Geld. Hm? Aber Heinz... Ich hab dir doch immer gesagt... Theodor, bitte Ruhe, ja? Keine Ausreden. Ich bin vollkommen im Bilde. Herr Bürgermeister, was diesen... Ach so. Wo kann der Mann hier mal warten? Bitte, hier nebenan. Ah, also komm. Komm. Nein, mach mir keine Schwierigkeiten. Es passiert dir nicht. Also, komm, geh raus. Mensch. Ja, was ist denn? In Chicago war ich so ruhig. Ja, sehr schön. Okay, auch schon. Also, meine Herrschaften, was ist nun schon groß passiert? Hm? Also was bitte? Ja, aber hören Sie mal zu. Was sagen Sie da? Ja, ich habe dem Mann doch 200 Mark geliehen. Herr Bürgermeister, ich frage Sie, ist die Stadt Groditzkirchen aufgeblüht? Ja. Danke. Herr Binder, ich frage Sie, geht es Ihrer Bank gut? Ja. Danke. Wer wurde hier geschädigt? Na ja, meine 200 Mark. Also niemand. Was glauben Sie, Herr Bürgermeister, geschieht, wenn Sie den Mann verhaften lassen? Ja, dann waren Sie die längste Zeit Bürgermeister. Ihre Stadt wird zum Gespött der ganzen Welt werden. Ja. Ihre Bank, Herr Binder, geht pleite, Sie haben kein Geld mehr. Tausende werden arbeitslos. Ja, aber der Mann hat doch kein Geld. Der Mann braucht kein Geld. Die Hauptsache ist, der Mann ist da! Ja, ja, sehr richtig. Wenn Sie den Mann der Polizei übergeben, bricht alles zusammen! Sprach hier eben einer von Polizei? Meine Herren, ich glaube, im allgemeinen Interesse ist es das Beste. Herr Hoffmann, bleibt für uns der Mann, der er war. Bleibt Millionär, selbstverständlich. Also. Sehe, die Herrschaften haben Verständnis für die moderne nationale Ökonomie. So. Onkelchen! Onkel! Der ist weg! Mann, um Gottes Willen, der ist weg! Aber Sie müssen ihn unbedingt finden! Herr Schmidt, ich verbitte mir das! Ich habe Ihnen nicht einen Pfennig gegeben! Der Onkel ist durchgegangen. Ja. Der Bürgermeister weiß auch alles. Es liegt eigentlich gar kein Grund mehr vor, dass wir zusammenbleiben. Herr Schmidt, wir können uns sofort scheiden lassen. Sofort? Ja. So. Also nee, Frau, dann muss ich doch mal einige verbindliche Worte an Sie richten. Sagen Sie mal, Frau Schmidt, für wen ich die Stadt hier auf den Kopf gestellt habe, das ganze Tohuwabohu angerichtet,
wissen Sie nicht, nein. Und wenn ich die Wohnung hier so ein bisschen netter machen wollte, auch nicht, nein. Also gut, reden wir nicht drüber, Sir. Gnädige Frau, die Polizei ist da. Sehen Sie, was Sie da angestellt haben mit Ihren dummen Sachen da. Ich habe doch keine dummen Sachen gemacht. Na, was denn? Und verrichten Sie und alles, jetzt kommen Sie, ich muss Sie doch verstecken. Ich wollte von der Scheidung leben, nee, Frau. Kann Sie doch mal da nicht von der Scheidung. Das ist doch ganz egal. Würden Sie die Schuld auf mich nehmen oder würden die Frau auf mich nehmen? Kommen Sie, verstecken Sie sich da. Gehen Sie schon, verstecken Sie sich da im Bett. Aber ganz unter die Decke. Ja. Und ruhig sein, hören Sie? Sind Sie Frau Schmidt? Ja, aber mein Mann ist nicht zu Hause. Das macht nichts. Die Bahnverwaltung hat uns da nämlich einen Mann übergeben. Ja. Onkel. Ja, was ist denn? Wo warst du denn? Ja, was hast du denn gemacht? So sprich doch! Nicht schön, ich muss gar nicht. Dieser Herr wurde ohne Fahrkarte im Zug nach Hamburg festgenommen. Ich wollte mich nur überzeugen, ob seine Personalangaben stimmen. Wir werden die Sache morgen erledigen. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Onkelchen, ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Es kann mir doch nichts passieren. Ach, nein. Ich meine, wegen der Spitalkosten, denn ich war ja doch wirklich krank. Aber dir geschieht gar nichts. Du bleibst jetzt schön bei uns und laufst nicht mehr davon und legst dich schön schlafen. Und morgen wird deine Büste eingeweiht. Nein. Aber ich war doch immer ein anständiger Mensch. Und trotzdem soll ich jetzt ein Denkmal bekommen? Die beiden Polizisten. Sind sie weg? Ja, nein, sind noch da. Was wollen die eigentlich? Psst. Warum laufen sie eigentlich immer so im Zimmer rum? Treten sie doch mal dahin. Seien Sie ruhig. Machen Sie das Licht aus. Machen Sie das Licht aus. Du sollst Licht ausmachen. Du sollst Licht ausmachen. Kannst du denn nicht hören? Naja, weiche ich eben der Gewalt.